Ist doch Wahnsinn, wenn du sowas hast. Klasse. Servus Leute, wir haben 10:45 am Freitag und das ist der Start in unser heftiges Wochenende für Deutsche Meisterschaft der DSAB in der C-Liga. Wir sind alle tierisch aufgeregt, keiner weiß von diesem Video, was ihr jetzt macht, das ist quasi so das Intro vom Intro. Ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird. Ich bin guter Dinge, dass wir nicht letzter Platz waren. Und freue mich darauf, mit den Jungs nochmal richtig Gas zu geben. Und andere Mannschaften werden sich warm anziehen dafür, wenn sie uns begegnet haben. Also, viel Spaß beim Angucken. Bis später. Das ist der Micha, ne? Sieht komisch aus, ist aber so. Ich bin blind. Nein! Ah, schon voll der. Voll in die Presse, voll in die Presse. Dann werden wir noch sehr morgen spielen. Mitten in die Presse rein. Also, ich will die morgen Physik machen. Warum so oft angeschossen, geschlagen und getreten? Jetzt gucken wir erst mal, ob wir an die beste Seite, wie keiner vor mir war. Servus, wir sind gestern hier angekommen in Geiselwind, haben uns die ersten Eindrücke schon durch den Kopf gehen lassen. War ein schöner, lustiger Abend mit Grill und nette Leute waren noch da. Meine neue Mannschaft, wo ich nächstes Jahr spiele, ist da gewesen und so viele Kollegen da gewesen. Also war ein richtig schöner Abend, war ein bisschen zünftig, aber war sehr schön.
Wir sind gestern um 19.30 Uhr hier auf dem Platz vorgefahren, auf dem Zeltplatz. Haben uns ein Zelt aufgebaut. Heute sind wir schon um 7:30 aufgestanden. Unser Starspieler ist heute Morgen schon um 4 Uhr in die Dusche gegangen. Weil er nicht mehr schlafen hat, keine Aufregung. Also die Nerven sind angespannt. Es sind nur 2 Stunden bis zu unserem Turnier. Und die Zeit will ich jetzt nutzen und will euch die Spieler vorstellen. Also viel Spaß. Also, unser erster Gast, den wir hier auf dem Stuhl begrüßen will, ist unser Engen! Servus, nimm Platz. Servus. Schön laut sprechen, dass man auch alles versteht. Na klar, bin dabei. Wie bist du mit der vergangenen Saison zufrieden? Naja, so halb, sag ich mal. Also, komm, jetzt sind 5. Platz waren. Ja, es war, denke ich mal, mehr drin. Wir sind eigentlich gut gestartet, viele sudden death, leider. Ja, und stimmt. Ich persönlich habe mich gesteigert am Schluss, aber natürlich als Mannschaft, ich glaube, sagen wir mal, ja, zufriedenstellend am Schluss geworden. So, sehr schön. Also, ja. Das bringt mir auch schon eigentlich zur nächsten Frage. Wie fandest du selber deine Leistung? Naja, am Anfang war es natürlich wieder so eine Sache. Hast du ein Loch gehabt? Ja, kann man ja, so gut, sagen. Kennt, ja. Kennt man. Aber ich denke, ich habe mich im Laufe der Spiele habe ich mich gefangen und hab festgestellt, du musst auch nicht unbedingt einen Trinker, um gut zu spielen. Also hat das eigentlich ganz gut geklappt dann am Schluss. Und selbst vom Captain gab es dann und auch vom Co-Captain gab es dann Lob. Wie kamst du zum Dartsport? Ach Gott. Da muss ich lange zurückdenken. So durch Kneipe und ja, also wir waren, hobbymäßig ein bisschen Spiele. Man hast ein gewisses Talent gehabt und dann hast du es halt ja, mal in der Kneipe und der Kneipe, mal in dem Club und in dem Club ausprobiert und dann hat es Spaß gemacht und du hast selber gemerkt, ja, da geht was, da könnte was draus werden oder könntest halt mithalten. Und am Anfang hat es auch noch gut gefruchtet. Jetzt natürlich, je besser du selber wirst, umso besser werden deine Gegner. Ja, klar. Dabei bleiben. Das alles einfach aufgeben, dein Talent nicht zu nutzen. Aber wenn es vielleicht nicht viel Talent ist, war für mich keine Option. Und ja, und jetzt, man muss sagen, jetzt mit der Liga ist Lenny eine ganz neue Seite kennen. Wer ist dein Lieblingsspieler von alle? Also ich, Profis oder so? Also ich kann mich mit Van Gerwen sogar identifizieren, weil mir gefällt es einfach, wenn der aus sich rausgeht und yes und ja, wenn er dann in die Kamera und das finde ich geil, ja, das. Von den jüngeren Spielern vielleicht, aber von den älteren Spielern da, ja, kann man, sticht für mich jetzt natürlich der Taylor heraus als mehrmaliger Weltmeister und logisch, ja. Aber so vom Typ her finde ich Van Gerwen geil. Okay. Wie ist dein Gefühl heute? Ja, ich fühle mich gut. Aufgeregt? Ja, noch nett. Also ich denke mal, wenn du vor der Scheibe stehst dann. Aber also wie gesagt, ich habe es gerade eben auch schon gesagt, es sind nur so gute 2 Stunden, bis man. Ja, ich fühle mich eigentlich gut, bin ausgeruht, bin doch. Ausgeruht? Also, heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden zum Ja, um 4 Uhr war es nicht. War ein bisschen später, auch nur wesentlich später. Aber wenn du halt nicht mehr schlafen kannst, dann nutze ich halt die Zeit. Jetzt habe ich was im Magen und eine Menge Wasser und ein paar Radler und jetzt kurz losgegangen. Ja, jetzt kurz losgegangen und ich freue mich eigentlich drauf. Mein nächster Gast ist ein Neuzugang bei uns und zwar mein kleiner Lukas. Hi. Servus. Schön laut schwätzen, gell, dass man alles hört. Das kann ich doch am besten, Tobi, das weiß ich doch. Das weiß ich. Das wird laut jetzt. Wie bist du mit der vergangenen Saison zufrieden? Ja, an sich, ich bin ja erst so ungefähr zur Hälfte eingestiegen. Und für das, dass ich dann nur noch einen Einzelrang in der Top 20 gemacht habe, eigentlich relativ zufrieden. Für das, dass es auch mein erstes Mal ist in der Mannschaft. Mhm. Irgendwo ist das eigentlich für mich eigentlich auch relativ krass, dass ich da gleich so gut eingestiegen bin eigentlich. Ah, das bestimmt. Weil am Anfang lief es gar nicht. Mhm. Ich hatte das erste Spiel komplett nichts. Man kann nicht sehen. Ja gut, du kommst aus dem Steel-Dart-Bereich. Ja, aber da habe ich halt vorher auch bloß. Ja, wir haben im Januar oft richtig angefangen mit Turnieren oder so, da wo ich erstmal in Phoenix war. Und da haben wir uns das erste Mal gedacht, wo es dann dazu richtig kam. Irgendwann dazu kam, dass du Spieler braucht hast oder gesucht hast für die Mannschaft. Mhm. Macht aber Spaß hier, also ja.
war der Wechsel schwer von Stildart auf E-Dart? Nee, ich glaube, eher sage, hättest du schwieriger vorgestellt? Nicht wirklich, weil ich ja angefangen habe, 1-1 die ersten Spieler, die davor auch schwer haben, Stildart. Nur halt leichter. Mhm. Also war der Unterschied eigentlich nicht so groß gravierend. Ich finde aber, glaube, der Unterschied ist eher gravierend, wenn du vom Stildart vom E-Dart in Stildart gehst, anstatt andersrum. Wie bist du selber zum Dartspiel gekommen? Über meinen Onkel. Es gibt ein Bild, wo ich mit meinem Onkel zusammen im Zimmer hocke. Mhm. Und da läuft das WM-Finale Raymond van Barneveld gegen Phil Taylor von 2-7. Ja, das wäre die nächste Frage. Wer ist dein Lieblingsspieler? Raymond van Barneveld. Selbstverständlich, sehr gut. Aber richtig zum Dartspielen bin ich eigentlich eher dann erst so, jetzt sage ich das, ein bisschen vor Corona, mal ein bisschen zurücksehen, das ist cool und so. Ja. Und dann eigentlich richtig wieder eingestiegen. Vor allem nur ein bisschen Fernsehen, ja, da mal ein bisschen was gesehen, da ein bisschen was gesehen. Und dann so ein bisschen gespielt und dann. Und dann hat es richtig erst durch Corona richtig gespielt, angefangen zu spielen, selber das zu machen. Ja. Davor war es immer nur so, ja, ich gucke es halt im Fernsehen, weil es cool ist. Mhm. Weil es mich halt interessiert, aber selber spielen war da eher nicht das Thema. Was waren deine ersten Eindrücke, als wir zusammen in Geiselwind quasi jetzt in die Halle reingelaufen sind und die Mannschaft gesehen haben? Das gestern Abend war ja relativ entspannt, weil wie viele Teams waren es? 48 oder was hast du gesagt? Ja, 48 Ali gestern, dann war aber BZ noch. Und Bundesliga, glaube ich. Okay, ja. Aber es hat sich halt nicht viel angefühlt gestern Abend. Es war wirklich nicht viel, ja. Gestern Abend, nein. Hat sich gut verteilt. Das wird heute ein wenig anders. Jetzt aber vorhin, wo ich das gesehen habe, da siehst du, weil da laufen so Leute wie Nico Kurz an dir vorbei, da denke ich mir dann auch, da willst du jetzt eigentlich schon zeigen, dass du was kannst. Schon hohes Niveau dahinter, gell? Ja, und dann hast du halt auch gesehen, was andere können und was du halt nicht kannst in dem Fall. Wo es noch quasi hapert, ja, genau. Wie ist dein Gefühl für heute? Aktuell noch gelassen, aber ich denke mal, sobald ich dann ans Board muss und uns wirklich darum geht, wird wahrscheinlich die Nervosität wegen nach oben gehen. Okay. Hast du noch selber was zu sagen? Willst du was loswerden? Nö. Hauptsache, wir haben halt Spaß und wir werden ganz abgeschlachtet. Wir schlachten. Gast auf dem heißen Stuhl ist unser Captain, der Klaus. Klaus. Du als Captain, wie bist du mit der vergangenen Saison zufrieden? Gut. Hat gepasst. Waren zwar ein paar Spiele dabei, die wir nicht verlieren hätten dürfen. Nee. Ist zwar passiert, aber gut. Das hat uns stärker gemacht. Ja, logisch. Aber wir haben also die Hinrunde haben wir ja viel Sudden Death gespielt. Ja, sehr viel. An der Rückrunde haben wir nicht mehr so viel Sudden Death gespielt. Entweder gewonnen die ganze Mannschaft, wo wir davor Sudden Death gehabt haben, wie Underdogs oder Bulls. Bulls. Solche haben wir dann besiegt, Gott sei Dank. Ja. Sind jetzt auf dem schönen 5. Platz. Gutes Mittelfeld. Ja, passt. Bin ich voll mit zufrieden. Ja. Die Mannschaft, also, die findet sich immer mehr. Ich als Co-Captain muss auch sagen, das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja. Und den ganzen Haufen zusammengehalten, das hat schon Spaß gemacht. Ja. Sind heute auf der Deutschen. Ja. Wie würdest du jetzt von 1 bis 10 die letzte Saison bewerten? Und wenn du jetzt 5 sagst, das ist schon zum Platz, das wäre... 10 ist das Beste, ne? Mhm. Ich würde sagen, ja, 7,5. Ja, hätte ich auch gesagt. 8 hätte ich sogar gesagt. Ja. Weil wir als Mannschaft... Wir haben uns gesteigert. Voll. Ja. Vollgas. Wie ist dein Gefühl für heute? Ich habe ein gutes Gefühl. Sag mal, passt schon, aber ich sag mal so, wenn wir die Gruppenphase durch haben, überstanden haben, bin ich schon voll und ganz zufrieden mit der Mannschaft. Na, alles, was danach kommt, ist gestern, ein Obolus. Wir haben gestern ein bisschen was geschlafen. Ja. Nicht viel getrunken, viel Wasser. Ja. Das habe ich aber auch von jedem heute erwartet. Ja, also so anderthalb Stunden, noch ein bisschen mehr wie anderthalb Stunden, ganz los für uns. Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Es wird laut. Ja. Man darf schreien. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir sind mit der Mannschaft das erste Mal auf einer Deutschen. Und in der C-Liga ist alles ein wenig verbissert. Also
wenn du das siehst bei der A-Liga, da schreist du und so weiter. Wenn du bei der C-Liga schreist, das ist dann immer unsportlich und so weiter. Mir macht das nicht. Ist mir egal. Wir sind auf der Deutschen und da ist das erlaubt. Und wenn wir Punkte holen, dann wird geschrien, bis der Notarzt kommt. Wie war deine erste Eindrücke, wo wir das erste Mal da reingelaufen sind? Übelst beeindruckt. Weil, wie gesagt, ich bin das erste Mal heute hier. Was da abgeht, übelste Sorte. Groß, viele Trikots, ja. Viel bunt, viele bekannte Fall. Gesichter. Natürlich, viele klar. Es sind auch viele Gesichter, die du kennst. Ja. Was hast du nächstes Jahr für Ziele? Werde ich wahrscheinlich gucken, wenn es funktioniert, da mir ein guter Spieler geht und zwei andere auch noch. Obwohl, ich sag mal so, das könnte ich verkraften, aber der eine Spieler, den kann ich leider nicht verkraften. Hab zwar einen guten dazugekriegt, aber zwei von der Sorte wären natürlich geiler. Dann würde ich nämlich nächstes Jahr oben angreifen. Hast du noch irgendwelche Worte, Grußworte, einen Abschluss? Ja, ich will mich einfach einen Dank ausdrücken an der ganzen kompletten Mannschaft, auch an die Leute, die gehen. War eine geile Saison mit euch und man ist ja nicht aus der Welt, man sieht sich ja wieder. So, vielleicht kommt ja der ein oder andere zurück, wer weiß. Wer weiß. Dankeschön. Gerne, Tobi. Auf den nächsten Gast freue ich mich besonders. Meine Frau, die wunderschöne Feline. Ja. Hallo. Hi. Wie fandest du die vergangene Saison? Nicht schlecht, zumindest mal nicht der letzte Platz. Ja, fünfte ja. Platz war er. Ja. Du als Stammspielerin. Fast Stammspielerin. Stammspielerin gewesen in der Saison ja. Auf jeden Fall. Jetzt, von den Punkten her, zweitbeste, glaube ich. Drittbeste, sowas. Also, gut kämpft. Ja. Gut kämpft. Zufrieden? Mit deiner Leistung? Hätte besser sein können, aber ja, passt schon. Wie bewertest du die letzte Saison so von 1 bis 10? 6. Ich hätte schon fast 7 oder 8 gesagt. Bei mir echt ja. Lauhallo sagen. eigentlich normal gestartet sind, schlecht gestartet sind. Und dann aber doch mehr zu einer Mannschaft zusammengewachsen sind. Wie bist du zum Dartspielen gekommen? Durch mich? Ja. Hast du davor schon Dart gespielt? Nein. Nicht? Hobbymäßig. Ich habe halt ein paar Pfeile reingeschmissen, aber sonst ligatechnisch nur durch dich. Okay. Wer ist denn dein Lieblingsspieler? The Price. Girl. Sehr gut. Wie ist dein Gefühl von heute? Was meinst du? Ich meine, du spielst ja halt leider nicht. Nein. Ja, so, wenn du das A- oder B-Liga zuguckt hast, mit C auszuspielen, dann können wir echt gute Chancen haben eigentlich. Wenn du Rundenbezahler auch da so beobachtet hast. So? Bist du aufgeregt? Nein, ich spiele ja nicht. Wer anders denn? Kannst du nicht zugucken. Ja. Was waren deine ersten Eindrücke, wo wir da reingelaufen sind? Gestern Abend? So Nico Kurz mal an dir vorbeigelaufen und so. Nee, das war vorhin, ja aber ja. Gestern Abend. War auf jeden Fall angenehmer wie heute. Vom Wetter her. Ja, heute ist das sehr warm. Willst du noch irgendwas sagen zur Mannschaft oder so, was ihr jetzt nicht hört, aber dann sehr daran? Aufmunternde Worte für nächste Saison. Wo ja, die sollen sich zusammenreißen. Und gucke, dass sie vielleicht noch ein Stück herkommen, wie das fünfte Platz, aber ich denke, dahin sind gute Chancen. Es sind ja gute Spieler jetzt aber zukommen. Ja, das eine ein bisschen mehr blabbern wir, das andere weniger. Ja, wir haben auch eine verdammt harte Gruppe gehabt. Muss ja. Man auch sagen, vielleicht haben sie nächstes Jahr ein bisschen Glück in der Losung. Ja. Aber das kriege ich ja dann auch noch mit. Mein
Extra Gast ist einer, der uns leider verlässt. Dragon. Hi. Ja, servus. Bin wir schon mit der vergangenen Saison zufrieden? So an sich bei mir ist nicht auch viel gelaufen, leider. Ich hätte gern besser gespielt, gerade weil ich die Mannschaft eigentlich echt mag. Aber ja, wenn nichts läuft, kann man leider nichts machen. Also ich kann viel besser spielen, als ich Dart gespielt habe. Wie kamst du zum Dartsport? Zum Dartsport? Das war ganz witzig. Ich habe früher, oder ja, meine Eltern haben es früher mal, wo wir noch ganz klein waren, mich und mein Bruder ein Dartboard gekauft. Und das hat schon eigentlich schon immer so dementsprechend Spaß gemacht. Früher war es ja immer eigentlich nur als Bildersport dementsprechend bezeichnet. Und ja, mein Onkel hat uns damals immer die Aufgabe gestellt, mir, mein Bruder und meine zwei Cousins, ich sollte immer das Double-Bull treffen. Und dann 50 Mark kriegen. Wir haben uns angestrengt, Mein Bruder hat es schier mal geschafft, da hat mein Onkel gestützt. Wer ist dein Lieblingsspieler? Peter Wright. Auf jeden Fall. Das ist der Snakebite. Klar. Wie ist dein Gefühl, Freunde? Ganz gut. Wir haben eine schöne Mannschaft. Wir haben Power. Wir haben jetzt nur Zeug. Ja. Bist du aufgeregt? Ganz und gar nicht. War deine Eindrücke dieses Jahr von Geiselwind? Jetzt war ja 3 Jahre Pause eigentlich. Oder 2 Jahre Pause. Es hat sich schon ein bisschen was verändert. Vor allem ist jetzt, also im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich war, nicht so viel los. Aha. Früher hast du wirklich im Automaten kämpfen müssen, dementsprechend, wo du dich einwerfen musst. Und jetzt sind so viele noch voll. Also ja, es sind nicht so auch viele Mannschaften da, wie du erwartet. Schade. Vielleicht nimmst du es auch los. Mein Doppelpartner. The Machine, The Rock. Servus. Wie bist du mit der vergangenen Saison zufrieden? War okay, hätte besser sein können. Kurz und knapp. Ja. Von 1 bis 10. Städtisch gäbe. Schwierig, gell? So an alle Spiele und was passiert ist. Wir haben einen harten Weg hinter uns. Lange. 6,5. Ja. Ein bisschen schleppend angefangen. Von 5 Spiele, 4-mal Sudden Death. Ja. Und wir haben das Glück, dass wir Sudden Death super spielen können, nie gewonnen. Richtig. Nicht einmal auf unserem Boden. Ja. Das war immer cool, unser Boden. Unser Boden. Ja. Wie kamst du zum Dartsport? Schon begeistert gewesen? Oder? Nee. Das war vor 2018. Das weiß ich. Mhm. Ja, 2018. Ja, das ist als, hat sich einfach so ergeben. Wir sind halt öfters einmal in der Wirtschaft gewesen und haben halt öfters Dart gespielt. Und dann ist irgendwann einmal das Thema gekommen, hättest du nicht Lust in der Mannschaft zu spielen. So hat sich das dann ergeben. Wer ist dein Lieblingsspieler? Einen einzelnen habe ich nicht. Okay. Wir sind es eigentlich 2. Okay. Peter Wright und Iceman. Wie sind deine Gefühle heute? Also wie fühlst du dich? Sehr gut. Fit? Ja. Nach dem Mittagsschläfle bin, alles ich, wieder bin ich anwesend. Bist du aufgeregt? Jetzt? Gute Stunde noch? Hält sich in Grenzen. Also ich habe ein gutes Gefühl. Mach mir selber keinen Druck. Das ist auf dich zu kommen. Ja, einfach entspannt, nachstanden, Pfeile schmeißen. Das war das ganze Jahr schon mal. Über was dabei rauskommt. So ist richtig. Was war deine erste Eindrücke, wo wir gestern in Tallinn eingelaufen sind? Gigantisch. Einfach nur gigantisch. Viel, gell? Ja, brutal. Also, wer es noch nicht miterlebt hat, der muss da nachher. Das muss man gesehen haben. Auch mit dem Camping, einfach geil. Ja. Super. Viele ja, Leute. Ja. Einfach spaßig. Was sind deine Ziele für nächstes Jahr? Eine spaßige, tolle Saison. Ja. Was dabei rauskommt, sehen wir dann. Sehen wir dann. Willst du noch irgendwas zum Team sagen, wo sie zum Schluss dann mit einem Grinser dann quasi
zählt. Wahre Worte, ernste Worte, lustige Worte, aufbauende Worte. Geile Truppe. Definitiv. Mit viel Spaß gehabt. Kompletter Haufen ist das. Alles durch. Kompletter verrückter Haufen. Ja. Ja, und ich hoffe, die machen da weiter, wo jetzt wir quasi aufgehört sind. Und natürlich, immer. Immer noch. Sehr schön. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Die Reise der Dark Devils ist für mich vorbei. Wir haben Höhe und Tiefe erlebt, aber jetzt mein Schlussprotokoll. Ich habe mich riesig gefreut über die Saison oder die Saisons, wo wir miteinander verbracht haben. Wie gesagt, das hat Spaß gemacht. Wir haben gestritten, wir haben gefeiert, wir haben uns angeschrien, wir haben gelacht, wir haben alles zusammen gemacht. Das war ein wunderschönes Ding. Und jetzt bin ich gerade im Wald, so circa 20 Meter von dem Typ entfernt, der wo uns das schneidet. Vielen Dank, Locke, da dafür. Vielen Dank, Lockdrum, dass du dafür Zeit hast. Auch ein riesen Dank an unseren Sponsor Subway. Matze, großartig, vielen Dank. Wem muss ich noch danken? Isa, ganz wichtig, für das mega geile Trikot, wo du uns entworfen hast. Des Weiteren noch Ford in Mutlange über das Carsharing, durch das wir das Auto gekriegt haben. Mega geil, freue mich auch mega drüber, dass das alles so easy geklappt hat und relativ günstig war. Durch unseren Sponsor natürlich noch günstiger, der die Kosten dafür trägt. Super, riesen Dank dafür. Geiler Job gemacht. Insgesamt das Wochenende großartig gewesen. Leider nicht alles auf Kamera und ich hoffe vom Ton her passt das alles. Ich bin kein Kameramann, aber ich denke mal, wir haben das soweit schon gut hinbekommen. Und ich wünsche unsere zwei Abgänger, die wo mit mir gegangen hat, The Rock, mein Doppelpartner, viel, viel Glück, viel, viel Spaß, viel, viel Erfolg in deiner neuen Mannschaft, genauso wie dir, Dragon, das glitzegleiche, viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg, good dart euch, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal, also wir sehen uns auf jeden Fall wieder, aber mal in einem Spiel gegeneinander, ob es Freundschaftsspiel ist oder in der Liga. Von meiner Seite aus war es das und jetzt ist Zeit, Tschüss zu sagen. Vielen Dank für alles. Ihr seid die Beste. Ciao.